Einzig und seine Marokkardach Deluxe Let's Play. Das letzte Mal haben wir ultra hart verkackt und Bullshit gelabert. Wie eigentlich immer. Und dieses Mal werden wir ultra hart verkacken und Bullshit labern. Aber dieses Mal mit dem Charakter, den ich mag. Und zwar... Auch die... So, hier. So, geht doch. Villager. Voll nice. Vielleicht machen wir da und kriegen wir dieses Mal auch mehr als nur 2 Sterne. Traurig. Oh Mann, und vielleicht labern wir dieses Mal interessanteren Bullshit. Oh mein Gott! Ja, ja, nur, es gibt halt nicht gerade viel zu labern, war irgendwie. Wann ist das Sommerloch? Ist es gerade? Ich weiß nicht, wir haben Sommerfeiern, vielleicht ist gerade Sommerloch. Oh mein Gott, auf jeden Fall passiert nicht gerade viel. Es kommen nicht viele Spiele raus, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich kommen schon viele Spiele raus, nur halt nicht viele Spiele, die mich interessieren oder vielleicht nur irgendwelche komischen kleinen Indie-Spiele, die nicht wirklich stark bekannt sind. Keine Ahnung. Irgendwie, gerade, naja. Irgendwann braucht es ja mal eine Pause. Nein, eben nicht. Ich will ununterbrochen neue Spiele kaufen, die ich niemals spielen werde, weil es zu viele sind. Ja, ich habe auch schon so einige Spiele gekauft, die ich noch nicht gespielt habe. Vor allem beim Steam Sale. Oh, da hat einen roten Patzer, der Arsch. Mir geht's gut. Fuck you. Okay. Also, ja, ich habe einige Spiele beim Steam Sale gekauft, wo ich mir dachte, vielleicht mache ich dazu vielleicht irgendwann mal eine Folge zu, vielleicht habe ich irgendwann mal einfach so Bock drauf. Werden wir schauen. Und ja, ich sollte mal wieder anfangen, ich habe mal so ein paar Let's Shows gemacht. Vor einiger Zeit, wo ich eigentlich mehrere machen wollte, oder Let's Show Tests oder Mischung, weil ich es immer nur ein bisschen angespielt habe und dann halt eine Folge von gemacht habe. Wollte ich eigentlich ein bisschen mehr mal davon machen. Kam ich nicht wirklich dazu. Keine Ahnung warum, weil ich ein dummer Idiot bin vielleicht. Nein, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht. Würde ich gern mal machen, weil es gibt so ein paar Spiele, die ich halt echt gern spielen würde. Und ein paar, die ich noch gerne aufnehmen würde. Zum Beispiel FTL, Fast and Light. Obwohl das natürlich wieder so ein englisches Spiel ist. Oder Undertale, was auch englisch ist, aber da gibt's eine deutsche Übersetzung von, die ich gerne mal aufnehmen würde. Einfach nur... Ich glaube, die haben auch einen echt guten Job gemacht, weil ich habe so ein bisschen was davon schon mitgekriegt. Die haben schon ein bisschen so über die Übersetzung geschrieben, dass es halt, ich meine, das ist eh klar, in Undertale gibt es viele Wortwitze und sowas. Und die müssen dann halt deutsche Wortwitze da reinpacken, was echt vielversprechend ist, weil deutsche Wortwitze sind ganz schön schlecht. Egal, aber ja, keine Ahnung, muss mal schauen. Wird bestimmt ganz cool. Und ich weiß nicht, es gab ja, als Undertale ganz groß beliebt war, gab es ja die Leute, die Undertale auch gefeiert haben, die Leute, die natürlich rumgeheult haben. Leute mögen das Spiel, wie geht es nur? Es hat keine Ober-Mega-Ultra-Grafik und es ist gar nicht so was Besonderes, fuck you. Und die anderen Leute dann, ja, aber sag halt's mal, dafür, das ist nur nicht cool, was? Weil es gerade cool ist, du fucking Hipster. Und ja, keine Ahnung, gibt immer solche Leute. Ich versuche solche Leute zu ignorieren. Mittlerweile ist der Hype, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Darum gibt es jetzt auch hoffentlich weniger Leute, die sich über sowas aufregen. Darum ist, glaube ich, so langsam mal Zeit, dass ich Undertale spiele. Aber als nächstes kommen natürlich andere Spiele. Das nächste Spiel, das so auf dem Radar ist, ist Dark Souls 2. Yo! Und danach noch irgendwann mal Dark Souls 3. Was ich auch gern spielen würde, wäre Bloodborne. Nur das gibt es ja leider nicht für einen PC, sondern nur für PlayStation. Blah. Die ich nicht habe. Darum blah. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich mir eine holen soll. Weil so viele Spiele dafür gibt es auch nicht, die mich interessieren, um ehrlich zu sein. Bei Nintendo-Konsolen kann ich mir eigentlich immer relativ sicher die neueste Konsole kaufen, bevor überhaupt gute Spiele dafür draußen sind. Einfach nur, weil ich weiß, dass eine Menge Spiele für rauskommen, die mich interessieren werden. Selbst wenn es ein Flop ist wie bei der Wii U, dann kommen immer noch genug gute Spiele raus, weil die ja wenigstens ein paar Spiele rausholen wollen und dann... Lohnt sich halt trotzdem. Allein wegen Smash für die Wii U hat sich meine Wii U gelohnt. Selbst wenn das einzige Spiel gewesen wäre, das ich mir gekauft habe, was es natürlich nicht war. Dann hätte sich das gelohnt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Was ist schon, ja. Darum, keine Ahnung. Ja, ja. Und natürlich gab es auch noch andere geile Spiele. Wie gesagt, ich habe so ein ähnliches Thema schon mal gehabt. Da habe ich auch Monster erwähnt. Allein... Das ist also auch so ein Spiel, wo es sich alleine deswegen gelohnt hätte, weil ich das Spiel auch... Ich habe auch ziemlich viele Spielstunden darin. Naja. Ja. Jetzt nicht so viel... Keine Ahnung, manche Leute haben echt so 1000 irgendwas Spielstunden im Spiel. Sowas habe ich eigentlich nie. Oder auf jeden Fall nicht in einem Steam-Spiel oder irgendwo, wo es dran steht.
Vielleicht, ich glaube, wahrscheinlich habe ich doch früher auch mal in irgendwelchen MMORPGs über 1000 Spielstunden gehabt. Nur da stand es halt nicht dran. Aber, keine Ahnung. Alter, es geht ja ab. Hört gar nicht mehr auf mit dem Drecks-Items, Mann, lass mich in Ruhe. Ich will doch nur Erster sein und 3 Sterne haben. Ist das so viel verlangt? Ein fucking Boomerang. So. Ist es. Habe ich irgendwie 20 CCM eingestellt oder was? Oder warum? Sie alles so scheiße langsam. Oh Mann. Au, das erinnert mich gerade an was. Ich habe so Videos gesehen von 700 CCM. Sowas, wo halt super schnell war. Was ich ganz cool fand eigentlich. Und da habe ich mir mal gedacht, irgendwann mal will ich meine Wii U modden. Um mal coole Smash 4 Mods auszutesten. Oder auch bei sowas wie Mario Kart, sowas wie 400, 500 CCM zu testen, wäre eigentlich ganz lustig. Muss ich mal machen. Nur, es ist halt schon irgendwie, so eine offizielle Konsole irgendwie zu modden, ist halt schon irgendwie, man sträubt sich davor. Keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Man ist da halt lieber etwas vorsichtiger. Eieiei. Was man natürlich auch machen kann, ist die Spiele emulieren. Es gibt ja jetzt schon eine Weile lang einen Wii U-Emulator, wo die Spiele schon so halbwegs gut funktionieren. Ich habe mal ausgetestet mit Smash 4 auf dem Emulator. Und die Audio war zwar voll am Arsch, aber man konnte das Spiel mit ganz selten mal so ein paar Mini-Lags drin. Oder irgendwelchen Stutter. Also es war auf jeden Fall sehr gut spielbar. Abgesehen davon, dass der Controller halt echt scheiße war, weil ich einen Xbox-Controller verwendet habe und ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, den GameCube-Controller dafür zu verwenden, für das Smash da drin. Obwohl es eigentlich möglich sein sollte, ich habe es aber auch noch nicht wirklich viel versucht. Egal, es ist nicht das Wichtige, Controller ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass es auf jeden Fall funktioniert, was echt schon krass ist, wie einfach mal ein Wii U-Emulator schon gut funktioniert. What the fuck? Schon krank, wie bei Nintendo-Konsolen, wie das immer... Wie schnell die immer emulierbar sind. Dann müssten ja die Wii-Spiele auch schon richtig krass gut emulierbar sein. Halt, ich glaube, man kann sogar auch die Wii-Controller mit den richtigen Adaptern und so auch mit dem PC verbinden, was das Ganze dann schon ganz schön interessant machen könnte. Natürlich, jetzt kommt der blaue, Gottverdammt. Jetzt wohl meine... Oh, was ist los, Mann? Nicht schon wieder nur 2 Sterne. Lasst mich in Ruhe, ihr dreckigen NPCs. Oh Mann, egal, aber ja, mittlerweile sollte ja wie Emulierungen, Emulation, Emulatoren, was weiß ich, auch mittlerweile ganz gut sein, oder? Ich meine, ich will jetzt natürlich nicht sagen, hier, ja, holt euch die Spiele auf dem Emulator, nicht kaufen oder so Bullshit, nein. Solange. Aber bei Wii-Spielen zum Beispiel hätte ich nichts dagegen, die zu emulieren. Aber auch jetzt nur sowas wie zum Beispiel Mario Galaxy. Um das dann aufzunehmen. Weil wenn ich das so aufnehme, richtig, weil ich habe das Spiel ja. Aber dann, wenn ich so aufnehmen würde und so capturen würde, wäre die Qualität halt einfach schlechter. Weil ich kann es natürlich auf der Wii U spielen. Aber da ist dann auch die Auflösung voll für den Arsch, weil die trotzdem nicht wirklich groß ist. Die hat so komische, hässliche Ränder, die müssen sich rausmachen und die... Und, keine Ahnung, auf dem Emulator könnte man einfach Full HD Mod raufhauen und boom, sieht voll nice aus. Irgendwie sowas. Das ist halt das Coole daran. Ich meine, ich find's natürlich auch scheiße, wenn jetzt irgendwie so ein... Wenn sich jemand so... Oh ja, ich habe mir da so gecrackt und jetzt kann ich jedes einzelne Spiel umsonst spielen. Ja, toll, ja... Das ist halt irgendwie Bullshit. Sowas sollte man nicht machen. Weil, ich meine, bei alten Spielen kann ich es verstehen, weil an die kommt man schlecht ran und dann klaut man Nintendo so gesehen kein Geld aus der Tasche. Aber bei neueren Spielen emulieren ist halt schon ein bisschen fragwürdig. Aber, ja gut. Für Aufnahmezwecke ist es halt doch ziemlich geil. Ich meine, selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, alte Spiele... Oder halt DS-Spiele zum Beispiel, jetzt hier Mystery Dungeon ist ja gerade da. Wenn ich das aufnehmen könnte, würde ich es trotzdem auf dem Emulator wahrscheinlich aufnehmen. Weil da ist es halt um einiges angenehmer. Es ist halt, ich weiß nicht. Es sei denn, man hat natürlich ein Spiel, wo der Touchscreen viel verwendet wird. Da wäre es natürlich dann ohne, um einiges besser. Ohne Emulator auf dem richtigen System.
Aber das ist ja eine andere Geschichte. Ein bisschen Münzen holen. Ding, ding, ding. Ja. Wieder mal eine tolle Kombo. Ist wunderschön. Hier ist der Blooper auch ganz schön nützlich. Weil überall sind Boosts. Nutzloser Blooper, ja, ja. Oh je. Keine Ahnung. Ich meine, eigentlich sollte ich ruhig sein, weil ich emuliere ziemlich viele Spiele. Aber hauptsächlich nur alte. Die neuen kann ich ja so spielen. Oh Mann, oder ich meine, das hier emuliere ich ja jetzt auch nicht, obwohl ich es wahrscheinlich emulieren könnte. Nur halt, das sehr wahrscheinlich nicht so gut wäre, weil die Wii U Emulator noch nicht perfekt sind. Aber es wäre auf jeden Fall schon möglich. Und es wäre auch möglich, zum Beispiel, es gibt ja, wenn man, also Semo heißt der Emulator, dass sich ein bisschen was anschaut, kommt auch ziemlich, auf YouTube kommt dann, stößt man da ziemlich häufig auf so ein Xenoblade Chronicles X Emulator Video Gedöns, wo der Typ einfach das Spiel auf einer viel geileren Auflösung und so alles spielt, weil es sieht halt schon ziemlich nice aus und einiges besser als auf der Wii U. Was dann halt doch irgendwie voll geil wäre, Mann! Ich weiß nicht. Auch wenn das komplette Spiel wahrscheinlich nie ohne Probleme spielbar wäre auf dem Emulator im Moment. Egal. Keine Ahnung. Hör auf darüber zu reden, schon mehr. Oh. Ich hab's noch erwischt. Ich dachte, ich hab was verkackt. So. Ja, das war's schon. Es war's schon. Ja, 3 Sterne. Fuck yo, NPCs. Okay. So, war eine ziemlich kurze Folge. Egal, solange wir 3 Sterne haben, ist alles gut. Oh Mann, das Einzige, was zählt. Fucking Baby Luigi sterben. Oh Mann. Das Spiel lässt einen zurück dafür zu, dass man alles hasst. Alle Gegner hasst. Egal, wir haben gerade ein neues Kartteil bekommen. Schnell schauen. Oder auch nicht. Oh, doch. Es war gerade ziemlich lange dunkel. Hat er mir echt Angst gemacht. Schauen wir mal. Puh. Kissen. Ekelhaft. Hier, für was Kissen, wenn man Slick-Reifen haben? Das sind Blattreifen. Sind es wirklich Slick-Reifen? Sind sie gar nicht. Ich glaube, ich habe gar keine Slick-Reifen. Egal, die sind trotzdem aber einiges. Sind es nicht Blattreifen? Seit wann steht da Blattreifen? Sind es nicht die Slickreifen? Ich weiß es nicht. Die sehen so aus wie die Slickreifen. Ich bin verwirrt. Sind auf jeden Fall besser als die anderen Reifen. Also eine Mischung aus Beschleunigung und Tempo ist. Ich glaube, ich habe mich einfach nur Bullshit gelabert und es sind gar keine Slickreifen. Egal. Oh Mann. Egal. Ich beende jetzt mal die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.